Hallöchen, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Newcomer-TV-Folge bei Rhein-Main-TV, dem Musikmagazin für Newcomer-Bands, Underground-Gruppen und überhaupt Bands, die morgen Furore machen werden auf der ganzen Welt. Da sind wir uns ganz sicher. Und vor allen Dingen hier aus dem neuen Studio, wo einfach alle Fäden zusammenlaufen. Ich freue mich sehr, euch am Bildschirm begrüßen zu dürfen. Hallo! Und wieder wenden wir unseren Blick zurück. 2016, Oktober, Best of Mainova. In der letzten Folge haben wir euch schon von 6 Bands 2 vorgestellt. In dieser Folge sind wieder 2 Bands dran. Großartige Gruppen, alle aus dem Rhein-Main-Delta sozusagen. Hier, wo die Musik pulsiert und wo das Unmögliche möglich wird. Ich möchte euch eine Band vorstellen, die aus Frankfurt kommt. Metal macht im weitesten Sinne Sindustry. Die Jungs machen 90er Metal, ganz modern und mit eigener Handschrift und haben letztens ein Album rausgebracht. Ich glaube, 2016 war das. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe es auf jeden Fall gehört bei meinen Nachbarn, weil die Wände haben gewackelt, als er das Ding in seinen CD-Player eingelegt hat. Hier jetzt für euch Sindustry live von Best of Mainova aus der Butch Cup. We'll be right back.
Kirche in Frankfurt!
das ging ganz schön ab, wa? Also Sindustry live von Best auf Manova aus der Batsch Cup. Große Bühne, großes Theater. Und ich möchte gleich überleiten zu der nächsten Band, die ich euch heute hier vorstellen möchte, nämlich Vanilla Junction. Entschuldigung, Vanilla Junction, schwer für mich, dieses Chin, aber es ist so eine geile Band, dass ich da auch manchmal im Namen gerne ein paar Fehler mache. Ich nehme das auf meine Kappe. Auf jeden Fall habe ich diese Band vor einigen Jahren kennengelernt bei einer unserer ersten Newcomer-Veranstaltungen in der neuen Staffel. Und es hat mich so umgehauen, A, wie die zusammenspielen und dann singt da noch der Schlagzeuger mit einem Soul, mit einem Groove, mit einem Gefühl in der Stimme. Das war sehr bewegend und genauso bewegend war ihr Auftritt in der Batsch Cup im letzten Jahr. Und ich hoffe, es haut euch genauso aus den Latschen, wie es mich aus den Latschen gehauen hat. Hier für euch Vanilla Junction. Hey!
Also es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Zwei fantastische Bands habt ihr heute gesehen. Ich hoffe, ihr geht auf ihre Facebook-Seiten, also ins Internet, weil Bands sind total darauf angewiesen, dass sie digital mit ihren Fans kommunizieren. Ihr braucht nur, wenn ihr bei Facebook seid, den Namen der Band eingeben und schon lotst euch der digitale Lotse auf ihre Seite. Ihr könnt uns auch selber besuchen hier auf der www.newcomertv.com-Seite. Da werdet ihr alle alten Folgen sehen. Ihr werdet einzelne Clips von Bands sehen, die wir aufgezeichnet haben. Also ihr könnt euch da wirklich total durch das musikalische Archiv von Newcomer TV wühlen. Ihr könnt aber auch uns bei Virus Musikradio, den kleinen, schnuckeligen Frankfurter Sender, besuchen, www.virusmusik.de, oder einfach jeden Tag zwischen 17 und 18 Uhr Radio X hören. Da hört ihr nämlich die Virus Musikradio-Redaktion. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit, und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Live-Veranstaltung von Newcomer TV am 10. März in der Musikhalle Portstraße, wieder für 2 €. Tanziges Vergnügen mit 4 fantastischen Bands. Danke, ciao, arrivederci!